So, ich gehe auf Google, suche nach Virtual Dupe. Gehe auf die offizielle Homepage bei Downloads. Gehe ich dann auf Virtual Tube bei SourceFrog. Ich brauche die 32-Bit-Version. Klick das an, komme auf die SourceFrog-Seite und warte, bis der Download startet. Ich speichere die Datei auf dem Desktop. So, jetzt gehe ich auf den Desktop, lege einen neuen Ordner an, den nenne ich Virtual Dupe. Kopiere da meine ZIP-Datei rein, entpacke die in dem Ordner und lösche die ZIP-Datei, da ich die jetzt nicht mehr brauche. Dann öffne ich VirtualTube. Jetzt kommt die Lizenz, klicke ich auf OK. So, Start VirtualTube. Gehe dann auf File. Open Video File und suche das Video, was ich in mehrere Teile zersplitten will. So, da habe ich's. Klicke ich auf Öffnen. Jetzt kommt eine Fehlermeldung, die ist auch nicht sehr wichtig, da wir das direkt kopieren. Also gehe ich dann hoch auf Video und mache Direct Stream Copy. Bei Audio sollte auch Direct Stream Copy stehen. So, jetzt gehe ich auf die Datei, die ich splitten möchte, gehe auf Eigenschaften, gucke in der Detailinformation, wie lange die Datei läuft, also 1 Stunde und ein paar zerquetschte, öffne den Taschenrechner. Und jetzt werde ich das in Minuten umrechnen. 1 Stunde, das sind so 60 Minuten, plus die 54 Minuten, plus ja, ein paar Minuten, sagen wir mal, das ist dann 1 Minute. So, habe ich 115 Minuten, das rechne ich durch 10. So, da kriege ich 11,5. So, jetzt nehme ich die Größe der Datei, das sind 714 MB. Durch die 11,5 und kriege raus 62 und ein paar zerquetschte MB. Also runde ich das ab auf 61 MB. So, das wird nachher wichtig sein, die 61 MB. Und zwar gehe ich jetzt wieder im Virtual Tube, gehe auf File, Save Segmented AFI und gebe unten in die Segmentgröße die MB-Zahl ein. Das sind also 61 MB. Tippe ich unten ein. So. So, jetzt gebe ich noch einen anderen Dateinamen, damit ich es besser finde. Ich nenne es einfach A. Und gehe auf Speichern. Jetzt fängt er schon an, die Datei zu splitten. Geht auch ziemlich schnell. So, wenn ich jetzt Virtual Tube schließe, sehe ich dann die einzelnen Parts und kann die dann entsprechend auf YouTube hochladen. Wenn ich jetzt nochmal in die Eigenschaften reingehe, dann müsste man auch sehen, so, da sieht man es, dass es kürzer als 10 Minuten sind.